Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, wir wollten heute versuchen, das Häuschen davon auszumisten. Mal schauen, ob es uns gelingen tut. Ich werde gleich mal unsere Berserker-Fähigkeit versuchen zu verwenden und hoffe, dass wir nur ein Viechlein herpullen. Bin schon dran! Hui! Also das hat ja gerade gesessen. Wow! Also gleich mal die Waffe ziehen, ne? Zack, 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 zack. Okay, da kommt das ganze Geschwader. Das ist nicht so prickelnd. Zack, zack. Die halten ganz schön was aus. Merke ich gerade. Ah, den einen Herrscher haben wir schon mal. Wow. Voll auf die 12. Kann ich mich hier oben retten? Ein bisschen? Oh Gott. Ich wollte nur was trinken eigentlich. Also ein Schlücklein. Bitteschön. Dankeschön. So. Der Wühler muss mal weg. Au. Voll auf die Gosche. Ich wollte nur sagen, der Wühler muss weg. Weil es jetzt weitergeht, bin ich gleich weg. Ich bin sehr gleich weg. Trink mal was Größeres. Oder auch nicht. Also trink. Also das war ein Steam, ne? Aber es wäre machbar. Es wäre tatsächlich machbar. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es einfach nochmal. So, du Kribbel. Treffe ich soweit? Nicht wirklich, ne? Oh, das schaut lustig aus. Das schaut echt toll aus. Muss ich echt sagen. Okay, der hat auch schon. Ganz schön. Ich wollte eigentlich nur meine Waffe ziehen. Und das Schild auch noch dazu. Du wirst wie ich. Du trägerst. Der ist mal weg. Gut, passt. Ich bin auch gleich weg. So, ich will was trinken. Ganz fix. So, das passt auch. Au. Ich will den Bühler verhauen. Passt, der ist erledigt. Au, irgendwas hat mich schon wieder erwischt. Kann ich noch was trinken? Bitte. Sehr gut. Der nächste Wühler. Ich hoffe, den kriegen wir klein. Oh, das schaut nicht so schlecht aus. Wow. Und Ray lebt noch. Also er ist noch nicht bewusstlos, meine ich. Okay, jetzt bin ich gleich bewusstlos. Ja. Ach, kacke. Aber es geht. Es wird... wenn ich es besser könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Feuerfaust ist gar nicht so schlecht. So, also nochmal. Na, ich habe was gegessen. Das wollte ich nicht. Aber ein Steam könnte ich verwenden, theoretisch, ne? Zumindest im Laufe des Kampfes wäre es nicht schlecht. Ah, deshalb hat es so geklatscht. Der Depp. Ja! Das ist... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist natürlich genial. Hui. Das ist natürlich super. Ich muss weg. Na, du solltest eigentlich was saufen, Freund. Ja, wenn er könnte, ne? Bitte trink was. Trink was. 7, 8, 10. Alle Tasten. Alter. Ich muss schon wieder weg. Wo ist ein Grey? Ich habe keinen Schimmer, wo der ist. Das mit dem Ölfass, jetzt habe ich es geschnallt. Okay. Immer sehe ich, glaube ich, gerade einen falschen Gegner an. Das ist gar nicht so super. Ich glaube, Ray hat es erwischt. Mich auch gleich. Ich muss nämlich schon was trinken. So. Wow. Ich wollte eigentlich gerade ausweichen. Okay, das Viech ist wieder heftig, ne? Zwei Totenköpfe, ne? Oder einer? Na, nicht angreifen. Ich wollte ausweichen. Ich wollte schauen, wo Ray ist. Eigentlich wollte ich davonlaufen. Ah, da ist Ray. Okay. Ich kann schon wieder was saufen. Ey, Alter. Ich bin bewusstlos, kann das sein? Oder tot? Na, bewusstlos. Mist. Ah doch, ich bin doch verreckt. Okay. Es dauert doch länger als gedacht. Ich kann den nicht einzeln herlocken, das ist das Allerschlimmste. Hm, es
ist das Allerschlimmste. Und ich habe zu viele Fässer verbraucht, glaube ich, ne? Also hier Öldinger. Aber ich will die umbringen. Das Biest kaufe ich mir. Wow. Ja, hoffentlich. Bin mir da gerade nicht so sicher. Alter. Okay. Wow, ey. Ne? Ja, ja. War klar, dass mit dem Anspeim auch noch, ne? Alter, ich muss was trinken. Ich hoffe, er trinkt. Ja, mehr oder weniger. Und ich bleib schon irgendwo hängen. Das ist das Allerschönste. Ich sollte vielleicht nicht angreifen. Das sollte mich mal in Sicherheit bringen, das wollte ich eigentlich machen. Aber, naja, okay, das Jetpack ist auch mehr zum Kotzen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ach, ich glaube, ich lasse das lieber, hm? Das kostet echt viel Zeit. Wie viele Gegner sind das? Sechser? Sieben? Keine Ahnung. Und keines davon ist hin, ne? Und Ray ist auch noch nicht so stark, ehrlich gesagt. Naja. Ich dachte halt, das wäre machbar, aber meh. Ich dachte, wenn ich die abheizen könnte, ne? Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, aber... Das klappt irgendwie auch nicht so recht, ne? Abgesehen davon, dass man was treffen müsste auch, ne? Ich glaube, ich mache hier viel Blödsinn. Sehr viel Blödsinn. Ich würde gern. Okay, Ray hat schon was kaputt gemacht. Ich glaube, im Kreis laufen hilft sogar. Schlimm ist das. Schlimm. Ja, sehr schlimm. Nein, lass das. Das ist Kind. Das ist albern. Machen wir das für später mal. Gehen wir lieber die Quest ein bisschen gesünder. Die werden eh immer stärker. Dann hauen wir die das nächste Mal weg. Das ist echt. Das ist zu albern. Da. Vor allem, wenn die ganze Bande dann kommen tut, das ist echt ein bisschen viel. Oh, Zigaretten. Sehe ich gerade. Und Elektroschrott. Starke Energiedingens. Klopapier. Noch mehr Klopapier. Metallschrott. Oh, das ist schon eher. Halt, was war da? Geldbündel. Super. Das ist schon besser. So, dann springt man weg. Ist gescheitert. Ist echt gescheitert. Dann holen wir uns das beim nächsten Mal. So, hüpf. So. Was war da was? Achso, die Pflanze. So, eine kleine Heilpflanze. So. Tap, 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 tap. Es ist halt echt fies, dass die gleich immer alle kommen müssen. Ich hätte auch weglaufen können und versuchen sollen, dass ich nur einen herlocke, ne? Das wäre auch gegangen. Ja. Egal. Ja, es lädt wieder, man merkt's, ne? Die Umgebung lädt. Darum ist der Ton noch nicht da. Lala, wie wunderbar. So. Da, Federviech, jawohl. Will warten vielleicht. Ja, der kopflose Dorgal, den kennen wir ja schon. So, warten, bis sein Gesicht da ist. Das schaut... Ja, ja. Oder? Die Banditen machen dir keine Probleme mehr. Der Banditenanführer macht dir keine Probleme mehr. Gut so. Ich hätte ihn am liebsten an die Wand genagelt. Mhm. Aber man hat sich einen Rest Menschlichkeit bewahrt. Hier, nimm das. Es entschädigt dich hoffentlich für die Sauerei. Was immer du für eine Abmachung mit Ragnar getroffen hast, meine Fürsprache hast du. Danke, Kumpel. Das heißt, wir können theoretisch zu ihm zurück, ne? Dann würde ich sagen, wir porten uns gleich hierhin, Hotelruine. Jawohl. Ja. Mann, ey, ich habe echt gedacht, die können wir jetzt ausräuchern, ausmerzen. Naja. Dann halt beim nächsten Mal. Entschuldigung, ich musste kurz mal husten. So, Herr Ragnar. Und zwar, pass auf.
Ich will über meine Beförderung sprechen. Ja, bitte. Ich will über meine Beförderung sprechen. Ja, das geht noch nicht, Erzberserker. Wir haben da zu wenig Level ab. Aber, immerhin können wir Bericht erstatten wegen Torgals Posten. Du hattest recht. Banditen haben Torgals Posten attackiert. Die Gerüchte hatten also einen wahren Kern. Das ist beunruhigend. Das Pack hat hoffentlich eine gehörige Abreibung bekommen. Ja, ihr Anführer lebt ebenfalls nicht mehr. Das ist genau die Antwort, die ich hören wollte. Mhm. Nur wenn wir kein Erbarmen zeigen, lernen diese Hunde ihre Lektion. Jawohl. Wow, 2100 Punkte. Ja, nicht schlecht. Das geht halt leider noch nicht. Also, ja, lassen wir das, ne? Wie schauen wir eigentlich aus? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Jetzt regt ihr immer so derbe auf, ist ja alles gut. Und zwar, Zwecksfähigkeiten lernen, ne? Wir haben jetzt 15 Attributspünktchen. Das heißt, da geht schon mal was, ne? Jetzt ist nur die Frage, was möchte ich lernen? Handwerk wäre einerseits nicht schlecht. Überleben wäre nicht schlecht. Wir könnten uns mal zum Schmied porten. Der ist da drüben. Da. Dann haben wir nicht so weit zum Hatschen. Grüß euch. Hallo. Achso, bei dem kann man nichts lernen, genau. Überleben war da unten. Ich schau mal, was er dort noch hat für uns. Brauchbares, Interessantes. Was wir eventuell auch mit unseren Attributspunkten erreichen könnten. Eventuell. Servus, Hakon. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Kampf wäre mir aber ehrlich gesagt lieber. Feuerresistenz, Frostresistenz, Giftresistenz, Rüstung. Die Trophäen, ja. Mhm. Guter Esser, den hatten wir schon. Okay, Strahlenresistenz. Was hat man noch? Extra Hitpoints. Haben wir auch schon. Ausdauer geht noch nicht. Sechster Sinn, keine Chance. Abenteurer. Das wäre super. Zeig dir alle Teleporter auf der Karte. Das wäre super. Aber wir haben eigentlich eh schon recht viele. Ist wieder verschwendet. Ich danke dir. Ich brauche den Kämpfer. Wo war der nochmal schnell? Der war hinterm Gasthaus, glaube ich, ne? Weil der tut nicht der Kämpfer oder irgendwas in der Richtung, gell? Mal gucken. Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Wo war jetzt das Gasthaus? Ich glaube, ein Stock, ein Dings drunter, ne? Da waren die Heiler, ich glaube, da unten irgendwo, ne? Warte, kann ich nicht irgendwie runter? Ach, jetzt hör auf, dich aufzuregen, da immer fort. War das hier irgendwo? Da drüben ist es ja, genau. Halt, fast ins aufs Lagerfeuer gehüpft. Da oben war es, glaube ich, ne? Hier irgendwo. So, warte, warte, warte. Und da irgendwer war das hier schnell. Da stand einer. Was tut das? Warte. Alrik, bring mir was bei. Was warst du schnell? Bring mir etwas bei. Wie du willst. Handwerker, so war das. Genau. Klauen, okay. Erlaubt die Taschendiebstahl zu begehen und verbessert die Wahrscheinlichkeit, unentdeckt zu bleiben mit jeder Stufe. Und das haben wir hier. Goldschmied. Du kannst an einer Werkbank Ringe und Amulette herstellen. Das wäre aber was Feines. Was hätten wir noch? Hacken. Das wäre auch nicht schlecht. Bergbau. Mann, 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 da gibt's Sachen. Puh. Ah, auch er hätte. Ja. Mann, das ist so schwer. Okay.
Hacken war ja immer so eine Schwachstelle von uns eigentlich, ne? Aber ich muss trotzdem schauen, wo der Kampflehrer ist. Ich will stärker werden. Wenn wir schaffen, die Gegner besser zu verhauen, kriegen wir streng gesehen schnelle Erfahrungspunkte, ne? Weil wir nicht so viel verrecken. Also wäre es besser, wenn ich... Verdammt, ach, ich bin blöd, der war da oben, ne? Da oben war der Kampflehrer, genau, Kormak. Ich bin jetzt eigentlich umsonst im Kreis gelaufen. typisch für mich. Nein, ich bin unentschlossen, das ist eher mein Problem, wie immer halt. Hallo. Weil ich nicht recht weiß, was gescheit ist, ne? Zu machen. Halt, boah. Es lädt und es leckt gerade ein bisschen. Entschuldigung. So. Was kannst du mir denn anbieten? Oh, habe ich deine Stimme, zum Erzberserker zu werden? Habe ich deine Stimme, um Erzberserker zu werden? Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, die Reihen unserer Kämpfer zu erhöhen, aber Erzberserker? Glaubst du nicht, dass schon genügend auf deinen Schultern lastet? Ein Erzberserker zu sein, bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Ja, darin sind wir sehr gut. Ich bin die beste Chance, die ihr jemals kriegen werdet. Boah, ich weiß, ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, das untere. Ich weiß und ich werde euch nicht enttäuschen. So wie ich das sehe, gibt es nur eine Möglichkeit, dass du meine Zustimmung bekommst, ein Erzberserker zu werden. Ja. Es ist eine heikle Angelegenheit, aber ich brauche jemanden, der rumkommt und die Welt kennt. Aufgrund unserer Gesetze treffen diese Anforderungen nur auf einen kleinen Teil zu. Du bist eine willkommene Ausnahme. Mhm. Darum werde ich auch dir diese Aufgabe übertragen, nach Ignadon zu reisen. Und was soll ich dort? Warum soll ich für dich nach Ignadon reisen? Weil ich ein Interesse daran habe, dass unsere Gemeinschaft auch noch die nächsten Jahre überdauert. Sollte der Konflikt mit den Alps andauern, muss die Anzahl unserer Gegner verringert werden. Wir vermeiden zwar Kampfhandlungen mit den Klerikern, aber das heißt nicht, dass dies in Stein gemeißelt ist. Nimm darum diese Botschaft und überreiche sie einem Mann namens Reinhold. Nach allem, was ich weiß, ist er die richtige Person für diese Angelegenheit. Aber untersteh dich, das Siegel des Briefes zu brechen. Diese Aufgabe muss diskret erfolgen. Jawohl, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Genau da wollte ich hin. Das wäre machbar, Nahkampfwaffen. Granaten, nicht, muss nicht unbedingt sein, das muss auch nicht unbedingt sein. Mut, Mutantenkiller, Maschinenkiller. aber mir wird eher mehr dieser Nahkampf-Dingens hier gefallen, ehrlich gesagt. Also wir brauchen jetzt noch zweimal Stärke. Das haben wir gleich. Einen Moment Geduld bitte. Immer dieser Technikkram. Hat er gar nicht gesagt, okay. Also zweimal, ich bitte darum, übernehmen. Danke. Dann lernen, bitte. Bring mir etwas bei. Ja. Das taugt mich eher. Ja, genau. Ja, bitte. Passt. Gut, was brauchen wir dann hier noch? Ach du Heilige, das braucht sehr lange, bis wir Nahkampf 3 hätten. Ja, sehr viel Stärke, sehr viel Geschicklichkeit. Ja, sehr gut. Okay. Danke. Denke ich mal. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich fester draufhauen können. Jo. Dann würde ich sagen, wir schauen den Unfug. Jetzt hör auf zum Sembern. Der Feind meines Feindes, würde ich sagen, ist das nächste, was wir angehen. Das heißt, wir können ohne Probleme nach Ignadon reisen. Ohne dass wir gleich eine auf die Gosch kriegen. Das gefällt mir sehr gut. Das heißt, wir porten uns gleich mal hin. Und dann, glaube ich, muss ich den Part beenden, weil schon wieder spät ist. Ich habe zu viel herumgedrödelt. Ja, das kann passieren. Aber immerhin sind wir schon mal hier. Gut, dann beende ich den Part und im nächsten gehen wir diesen Reinhold besuchen. Ihr Lieben, wir kommen ja gar nicht mal so schlecht voran. Ich bin ein... Also wir sind ein stolzer Berserker. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Gesicht hat sich verändert. Ist, glaube ich, nur eine optische Täuschung, oder? Oder es liegt daran, dass es noch lädt? Nee, oder? Naja, sagen wir so, wir sind männlicher geworden. Das passt schon so. Na gut, ihr Lieben.
Jo, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!